Moin. Moin. Wir zeigen euch Fafnir von Oink Games. Dieses Jahr erschienen auf jeden Fall auf Englisch und Japanisch, wird es aber auch auf Deutsch geben. Und das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler. Genau, es ist ein Beat-Spiel, also ein Versteigerungsspiel, bei dem man blind in der Hand Edelsteine bietet. Mhm. Und worum spielt man? Um andere Edelsteine. Und zwar möchte man am Ende bestimmte Edelsteinfarben hinter seinem Sichtschirm gesammelt haben, weil sie hoffentlich Punkte bringen. Was am Ende Punkte bringt, wird aber durch die Spieler selbst bestimmt. Und zwar sammeln alle Spieler geheim ihre Edelsteine. Mhm. Und wenn eine bestimmte Anzahl Edelsteine abgegeben wurde bei der Versteigerung, dann ist die Runde um, jeder zeigt, was er hat. Und die Farbe, die am häufigsten bei allen Spielern in Summe hinter dem Sichtschirm ist, ist am meisten wert. Wenn ich aber selber viel zu viele dieser einen Farbe habe, nämlich muss ich fünf oder mehr, muss ich sie abgeben. Gehe also komplett leer aus. Mhm. Und die erste Farbe, also die am meisten gesammelte Farbe, ist jeweils 3 Punkte pro Edelstein wert. Die nächste 2 Punkte. Und alle anderen, außer Gold, Gold ist immer safe 1 Punkt wert, alle anderen Farben sind Minuspunkte wert. Mhm. Das heißt, bei der Versteigerung, es ist super spannend, was biete ich? Versuche ich, Edelsteine loszuwerden, von denen ich denke, dass sie Minuspunkte wert sind. Wenn ich aber sehe, dass Silke zum Beispiel Türkis, wahrscheinlich sammelt sie türkise Edelsteine, dann versuche ich, meine loszuwerden, damit sie nachher nicht so viel wert sind. Ja. Kann man auch versuchen. Es ist ziemlich knifflig. Man muss da relativ viel überlegen und Entscheidungen treffen. Also der Mechanismus ist nicht schwer zu verstehen. Aber wie man das dann gut spielt, das ist schon so eine Geschichte. Es geht immer in der Mitte um 2 bis maximal 4 Edelsteine. Es können auch mehr sein. Ach, das stimmt. Es müssen immer 2 verschiedene Farben sein. Wenn du echt richtig krass ziehst und 4 gleiche gezogen hast, ziehst du halt weiter. Genau, wenn ich 4 orangene gezogen habe, dann ziehe ich halt weiter. Und dann können es auch mal mehr Edelsteine sein. Aber es müssen immer mindestens 2 verschiedene Farben versteigert werden. Und außerdem ist derjenige, der die Auktion gewinnt, der bekommt auf jeden Fall auch so einen kleinen Siegpunkt genau, schon mal mit dazu. Der Witz bei der Versteigerung ist, man darf nicht mit den Edelsteinfarben bieten, die jetzt gerade versteigert werden. Also in diesem Fall liegen da ein orangener und ein hellblauer Edelstein und dementsprechend dürftest du an der Versteigerung nicht mit orange oder hellblau teilnehmen. Das darf ich nicht machen. Ja. Das ist ein sehr, sehr pfiffiger Mechanismus. Es gibt auch eine interessante Ausgleichsgeschichte, denn ich bin jetzt quasi der aktive Versteigerer, wobei das eigentlich nicht so viel Relevanz hat. Aber wenn ein Gleichstand herrschen würde, dann wäre der rechts von mir immer der stärkere und je nachdem, wie dicht er rechts von mir dran sitzt. Also wenn man mit 4 Leuten spielt und der rechts von mir hat 3 Edelsteine geboten und Mirko auch, dann ist rechts auf jeden Fall derjenige, der was bekommen würde. Das weiß man vorher und kann man auch im Hinterkopf behalten. Und bei 4 Spielern kommt das auch mal vor, dass gleich viel geboten wird. Es ist schon eine verrückte Sache, dass teilweise 6 Edelsteine abgegeben werden, nur um 2 zu bekommen, weil man plötzlich Angst hat, oh, die sind Minuspunkte, die will ich loswerden. Ja. Oder, oh, die sind bestimmt viel wert, die versuche ich zu kriegen. Richtig. Wenn genug, also alle Steine, die geboten wurden, nur die des Gewinners, werden an diese Leiste gelegt und dann wird abgezählt. Je nach Spieleranzahl guckt man dann zum Beispiel bei drei Spielern, wie wir es jetzt hier aufgebaut haben, während 7 Steine einer Farbe würden bedeuten, dass die Runde um ist. Wenn die Runde um ist, vergleichen wir, was haben wir hinter dem Sichtschirm und verteilen entsprechend Plus- und Minuspunkte, aber dann ist das Spiel noch nicht vorbei. Man spielt mehrere Runden, nämlich bis ein Spieler 40 oder mehr Punkte erreicht hat. Und dann gewinnt der mit den meisten Punkten. Und man kann es tatsächlich durch diesen Mechanismus auch noch ein bisschen absichtlich schneller oder langsamer zu Ende gehen lassen. Ja. Was auch ganz wichtig ist, dass die Steine, die dort liegen, die zählen für die Mehrheit nicht mit. Ja. Sondern es geht wirklich nur um die Steine, die die Leute hinter ihren Sichtschirmen haben. Und auch da, Gold wird gar nicht mit der Mehrheit gewertet, sondern Gold ist einfach schlicht und immer ein Punkt wert. Und Gold gibt es auch am häufigsten, sonst sind alle Farben gleich in dem Sack. 12-mal, glaube ich, in Gold, 20-mal. Mhm. Und für so eine kleine Box steckt extrem viel Spiel dahinter, das auch richtig Laune macht. Ja, und das Material ist wie immer sehr, sehr hochwertig von Oink Games. Das Säckchen ist außen Jute, innen ist es schön glatt, so ein Seidenkram. Und die Edelsteine sind schöne Holzsteine, die Punkte sind auch echt schön. Die Sichtschirme sind sehr klein, aber sie muss müssen ja auch in die Box passen. Genau.
Sie reichen auch aus. Also ja, das funktioniert vollkommen. Und es sind Kurzspielregeln drauf. Ja, das ist natürlich auch echt krass, ja. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Klein und fein und solltet ihr euch definitiv mal anschauen. Fafnir von Oink Games.